Stellt euch das mal vor, euer Vater war Bundesliga-Torjäger und euer Onkel ist sechsfacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger und heute Sportvorstand des FC Bayern München. Willkommen in der Welt von Lukas Copado. Berühmte Väter und Onkel sind für junge Fußballtalente manchmal ein Segen, manchmal auch ein Fluch, aber immer sorgt das für extra Aufmerksamkeit und so ist das auch bei unserem heutigen Talent. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talentwatch. Mit mir, Conan, und ich stelle euch heute ein Talent mit Profi-Genen vor. Lukas Copado, 17 Jahre alter Stürmer vom FC Bayern München, halb Spanier, halb Deutscher und noch ohne offiziellen Marktwert. Copado durfte bei der Premiere von Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer zum ersten Mal für die Profis ran. So ist es dazu gekommen. Lukas Copado ist, what a surprise, der Sohn von Francisco Copado, dem ehemaligen Stürmer in der ersten und zweiten Liga, der übrigens auf sehr respektable 59 Tore und 39 Vorlagen zurückblicken kann. Sein bestes Jahr hat Copado Senior 2004, als er für Unterhaching in der zweiten Liga 18 Tore macht und deshalb Torschützenkönig wird. Und es kann doch kein Zufall sein, dass mitten in der Saison, am 10. Januar, sein Sohn Lukas auf die Welt kommt. Übrigens im ersten Spiel nach der Geburt macht Copado gleich mal einen Hattrick. Der junge Lukas macht es seinem Papa nach und landet früh in seiner Fußballkarriere bei der Spielvereinigung Unterhaching, so wie ich übrigens auch mal fast mit 15 Jahren. Also vor sehr vielen Jahren habe ich mal Probetraining gemacht bei Unterhaching für die U17-Bundesliga, kam bis in die letzte Runde und wurde dann leider nicht genommen. Ja, aber Lukas macht's besser. Und mit 12 wechselt er in die Jugend des großen FC Bayern München, dem wichtigsten Verein in der Karriere seines Onkels, Hasan Salihamidžić. Der ist nämlich mit Francisco Copados Schwester Elisabeth verheiratet. Willkommen in der Bunte. Und Lukas etabliert sich als Stürmer in der Jugend des FC Bayern, wird für die deutschen U-Nationalmannschaften nominiert und mit 15 spielt er schon in der U17 am Bayern Campus. Und in seiner zweiten Saison in dieser Mannschaft, in der B-Jugend, wird er zum Stammspieler und geht komplett ab. 5 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen. Mainz schenkt er gleich 4 Stück ein. Er ist komplett unaufhaltsam. Nur höhere Mächte können ihn stoppen, denn wegen der zweiten Corona-Welle wird der Rest der Saison leider abgesagt. Seit diesem Sommer ist Copado offiziell Teil der U19, darf aber in der Vorbereitung bei der zweiten Mannschaft mitspielen und trifft direkt. Und er darf mittrainieren bei den Profis unter Julian Nagelsmann. Und der gönnt ihm in seinem ersten Spiel das Profidebüt gegen den 1. FC Köln und lobt ihn hinterher, er hätte sehr gute Aktionen gehabt. Und in diesen Aktionen hat Copado sehr von seiner Vielseitigkeit profitiert. Er hat jetzt nicht diese eine Superfähigkeit, er kann einfach ziemlich viele Sachen ziemlich gut. Seine größte Qualität aus meiner Sicht ist sein offizielles Stellungsspiel. Er gilt als einer der wenigen echten Neuner am Bayern Campus und schießt fast alle seine Tore aus dem Strafraum. Copado ist ein Stürmer vom Typ Abschlussspieler. Er findet immer wieder das richtige Timing und die richtige Position in der Box, kriegt dann den Ball zugespielt, macht ihn rein. Er hat eben diesen Torriecher und ich glaube, den hat er von seinem Papa geerbt. Und dazu braucht er die entsprechende Schusstechnik und die hat er. Schließt oft direkt ab, vielleicht mal mit einem Kontakt und er hat auch Kopfbälle drauf. Und das finde ich persönlich ziemlich geil. Das ist ja in der jungen Generation irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Und deswegen feiere ich das. Und er weiß es auch zu feiern. Studiert schon teilweise seine eigenen Torjubel ein. Also er hat schon ein bisschen Starpotenzial. Eine seiner Stärken, die man gegen Köln gesehen hat, ist sein Dribbling. Also er hat eine sehr saubere Technik, ist jetzt kein Zauberer, aber kann mit Tempo ins 1 gegen 1 gehen. In Sachen Athletik ist er jetzt keine Supermaschine. Also er ist nicht langsam oder so, aber er ist jetzt auch nicht super schnell. Er ist nicht kräftig, eher schmächtig. Also gegen Köln hat man das gesehen, da ist das Trikot dann schon auch mal ein bisschen von den Schultern gehangen, aber gar kein Problem. Mit 17 kann man an sowas arbeiten, deshalb ist er zumindest sehr wendig und kann auch mal die Kugel halten. Das hat gegen Köln Julian Nagelsmann auch speziell hervorgehoben. Insgesamt ist Lukas Copado für mich schon ein recht kompletter Stürmer. Klar, hat noch Potenzial im einen oder anderen Bereich, aber er kann verschiedene Rollen einnehmen und hat einen Torriecher. Und das macht ihn als Spieler sehr interessant. Seine Geschichte ist es sowieso. Ja, und wie geht's weiter mit dieser Geschichte? Wenn man den Kollegen von der Bild trauen darf, dann haben schon einige Bundesligisten Interesse bei Bayern angemeldet. Copado will aber bleiben, sich durchsetzen und seine Chancen nutzen. Das hat er bisher getan und es könnte bald die nächste Chance geben, denn Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn hat Julian Nagelsmann einen klaren Auftrag mitgegeben. Wir erwarten, dass er jüngere Spieler entwickelt, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten.
Klingt gut für Copado. Aber man muss schon auch die andere Seite sehen. Also mit Söhnen und Neffen von früheren Bayern-Stars lief es nicht immer so gut. Man denke nur an Gianluca Gaudino oder Lukas Scholl. Die konnten sich in der ersten Mannschaft eben nicht durchsetzen. Und Copado hat nur noch ein Jahr Vertrag bei Bayern. Und sollte dann ein Erst- oder Zweitligist kommen und ihm mit 18 Jahren Spielzeit garantieren, dann sollte er sich das schon sehr gut überlegen. Wie seht ihr es? Reden wir nur von Lukas Copado, weil er eine berühmte Familie hat? Oder kann der wirklich was? Schreibt es in die Kommentare. Bin gespannt auf eure Meinung. Schaut auch gerne in unserem anderen Video vorbei zu den Bayern-Talenten vom Campus. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Talentwatch. Adios.